Ja, was für ein Kabel wollen wir bauen? Ein Copper-Cable, ne? Nehme ich mal an. Aber... Für was? Hm? Na, um... Ein Jacket-Cable. Womit wollen wir das Jacket-Jacketen? Du könntest auch Zinnkabel machen. Zinnkabel? Wo denn? Die muss man nicht isolieren. Ehrlich nicht? Die sind low voltage. Zinnkabel? Mhm. Wenn wir genug Zinn haben, geht das. Ultra low current cable. Ja, schon. Ja, aber genau. Wie weit transportieren die denn den Strom? Die haben weniger Verlust als die Kupfer. Ach, ist ja praktisch. Gut, dann habe ich jetzt mal einen neuen gemacht. Ja. Und dann würde ich das irgendwie unterirdisch legen, den Strom. Unterirdisch? Ja, sonst bist du vorm Fenster, oder? Wir müssen sowieso irgendwie das Ganze hier drin aufzubauen, ist irgendwie bescheuert, weil wir brauchen eine Maschinenhalle oder sowas. Wir brauchen eine Maschinenhalle, ja. Das ist jetzt hier quasi nur so ein Spontanitätsding. Genau, warte mal, dann lass mich das mal hier hinbauen oder so. Ja, irgendwie müssen wir das ja jetzt da hinkriegen. Ja, aber macht es ganz unterirdisch, genau. Das, das ist zu. Dass man da, nee, mach das so, dass man da wieder noch den Boden wieder drauflegen kann. Ja, weiß ich. Muss ich noch eins also noch machen. Weiß ich das schon. Genau. So, okay. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann kommt hier Oh, das hat gebrannt. Ah, Mist. Okay, mit dem... Es geht also nicht mit dem Kabel. Es ist zu low. Zu low voltage. Ja, das war ein Kurzschluss, meine lieben Freunde. Ja. Ja, so das funktioniert das. Genau. Physik, meine lieben Freunde. Ja, da musst du noch mal Rubber herstellen. Ja, hilft ja nichts. Rubber herstellen, das ist richtig. Man muss ich ein Copper-Cable dann legen, ne? Ja, oder wollen wir erstmal schlafen gehen, weil es gerade dunkel ist. Copper-Cable, vielleicht reichen die. Ja gut, dann mach das. Das musst du, locker reicht das. Du brauchst ja nur 4 oder sowas. Oder 5. So. Ja, und dann kannst du jetzt den Rest reinpacken, genau. Haben wir gerade, wir haben gerade keine Energie mehr drin. Oder nachlegen. Ja, ich nehme neue. Ja, legst du nach? Okay. Oder nach. Ja, das ist, weil meine ganze Maschine alles verbraucht. Ja, vor allem haben wir jetzt einen übelsten Verbrauch. Das ist jetzt überhaupt die Frage, ob das reicht, ne? Weiß ich noch gar nicht. Ah, es wird schon reichen. Es kann höchstens anfangen zu stocken dann oder sowas. Ja, dann werden dann ineffizient. Ja, es ist sowieso noch ineffizient. Wir müssen erstmal eine Bedbox dazwischen hängen. Für alle Nichtwissenden, eine Bedbox ist so eine Batteriebox, was die Energie speichern kann. Batman, eine so Bedbox. Dafür brauchen wir E-Batteries. Haben wir gar keine mehr? Nein, dafür brauchst du wieder Kupferkabel, verstehst du? Jetzt brauchen wir übrigens auch nicht mehr schlafen gehen, weil es ist eh schon wieder gleich hell. Die ganze Nacht durchgearbeitet quasi. So toll. So, gucken, ob wir ein bisschen Rubber abarbeiten können, aber es sieht nicht so aus. Haben wir noch Knochen? Warte mal. Hallo? Fee zum Beispiel, da haben wir noch Knochen. Was soll ich denn mit Knochen? Ich habe hier Strings. So. Stringtangas und so vor den Spinnen habe ich. Oh. Ja, sexy Stringtangas von den Spinnen. Sexy Stringtangas, Zinn, das können wir auf jeden Fall mal raffinieren, Zinnlast. Jo. Nimm den elektrischen Fall. Der ist schneller, ne? Der ist schneller und du brauchst halt nur dann die Kohle nur in den Generator reinpacken. Irgendwie ist mein 1000 Sachen rein. Mein Interface gerade dunkel. Woran liegt das? Weil du unten was eingegeben hast. I see. So, Zinn, den können wir auch noch malmen, den letzten Zinn, den wir hier noch haben. Ach, du malmst da gerade weiter Iron Ore. Ja, alles, warum auch nicht. Es müsste genau ein fertiges Deck dann geben. Mit dem Rubber wir gerade extrahieren hier. Schön. Wo ist der Extraktor? Ich pack nochmal 8 da rein. Ja, sehr gut. So. Das wird richtig gut. Endlich, ja. Kommt das mal hier. Oh, und ich hab den Zinn. Ich baue jetzt Batterien gerade, ja? Aus einem werden drei Dinger. Oh, sehr geil. Du brauchst Batterien. Okay. Machst du eine Bedbox oder was? Ja, ich will eine Bedbox bauen. Nein. Ja, aber da müssen wir die Maschine umsetzen, ne? Ich will nur schon mal eine herstellen. Ja. Ja, generell, dann würden wir das irgendwo nach draußen verlegen, so eine Maschinenhalle bauen. Fee, wir brauchen eine Maschinenhalle. Mach doch. Was?
Boah, ist das kompliziert, hier hochzugehen. Ich bin noch gar nicht fertig. Alter. Mann. Wo wollen wir denn die Maschinenhalle hinbauen? Schick auf jeden Fall. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie groß die unbedingt werden muss, aber... Wir brauchen hinterher auf jeden Fall noch eine Lagerhalle. Die würde ich unterirdisch unter unserem Haus bauen wollen. Eine unterirdische Lagerhalle. Okay. Ja, ja. Da würde ich halt ein Sortiersystem einbauen wollen auch. Boah, du kannst in dem Gerätschaften hier nirgends mehr rechts klicken, um zu essen, weil du irgendwas öffnest. Ja, ist doch schön. Ja. Oh, kommt da Rubber raus, kommt da langsam Rubber wird's. Raus. So, langsam wird's. Da kriegst du, da bist du ja, ja, ja. Rubber ist jetzt... Boah, da geht ja einer ab, ey. So, liebe Zuschauer, falls ihr meinen Singleplayer nicht gesehen habt, zeige ich euch jetzt mal, wie man die Route benutzt. Böse, böse Route. Alex, muss man da, glaube ich, Kohle für dabei haben? Habe ich nicht, aber dann wird er wahrscheinlich das Holz verbrauchen. So, wir könnten übrigens hier auch, können wir auch unsere Batterien aufladen, ne? Geht auch, wie ihr seht, da kann man Batterien aufladen. Da hat man eine Charge-Battery. Die ändert sich hier, ne? Geht auch. Und warum willst du die aufladen? Ich will es gerade einfach nur mal zeigen, dass es geht. Aber das lasse ich jetzt mal, weil dann stocken die anderen Geräte. Wir haben zu wenig Energiezufuhr. So, Iron Dust. Der Iron Dust ist fertig. 512, das wollen wir nicht, das ist zu wenig. Und natürlich kann man auch in anderen Gerätschaften, wie zum Beispiel hier. Normalerweise ging das. Ja, geht doch nicht. 256. 4000! Ja. Da graben wir uns nochmal durch. Mal gucken, was 4000 ist, was den Wert 4000 hat. Ups. Oh, mein Ding hier. So. Die Bad Box. Für die Bad Box brauchen wir, denn ich baue die dann schon mal fertig. Oh, wir haben gar kein Holz mehr hier irgendwo rumzuliegen. Gut, ich brauche Holz. Oh. Da musst du Bäume fällen gehen. Aber nicht die Gummibäume unbedingt an. Auch wenn wir jetzt Gummi und was produzieren. Naja, das ist da. Wir werden trotzdem eine ganze Menge für brauchen, allein für Kabel. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir das... Wir sollten auf jeden Fall umsteigen von Kupferkabel auf andere Kabel, ne? Weil Kupferkabel haben echt auch gerade auf längeren Strecken übelsten Verlust von Energie. Ja, das stimmt. Längere Strecken darfst du damit überhaupt nicht. Und wenn ich mir überlege, wobei wir dann in der Lagerhalle, wir könnten rein theoretisch irgendwo über der Mine mal gucken, dass wir da die Lagerhalle bauen, weil dann können wir einen Geotherm-Generator machen. Okay. Das wäre mal so eine Idee. Ach, das hat 4000, aha. Okay. Das hat 4000? Diese grüne Edelsteine, wie heißt das? Uranium. Ach, Uranium. Nee, Uranium hat 4000. So war das, glaube ich, gar nicht. Aber eigentlich suche ich ja einen Diamanten, ne? 16.384! Na, dann graben wir nochmal weiter. Ist zwar kein Uranium, aber es ist Tungsten. Tungsten ist auch gut. Ja, wenn wir ein Transmutation Table haben, irgendwann mal schon. Mein Gott. So. Wenn ihr Mitleid mit mir habt, dann... Dann schickt ihm jetzt Tempotaschentücher. Wo ist mein Kabel hin? Ich glaube, ich krieg nur Husten, ist nicht so ganz... Bin ich doof? Ich hatte doch gerade noch Kabel. What the hell? Kein Kommentar. Oh, mein Kabel. Ich habe Diamanten gefunden, auf der Suche nach Tungsten. Serious, so. Ich weiß gerade echt nicht mehr, wo mein Kabel hin ist. Kann ich dir nicht helfen? Bin mir sicher, dass ich noch Kabel hatte. Das müsste das Tank sein. Ah, boah, hast nein! Mich erschrocken. Aua! Ah. Mein Ohr! Alter Verwalter! Oh. Und hab ich mich erstmal erschreckt! Hast du gemacht? Der kam von oben! Oh, ich hab eine Höhle angegraben und wollte das Tanksten abarbeiten. Oh. Und da dann hast kam du dir gedacht, und der jagt mich fast in die Luft. Einfach mal, weil das so schön ist. Alter! Gut, dann muss ich noch mal mir ein paar Kupferkabel bauen. Wo hab ich die denn hingelegt? Mensch. Z. I. Moment, jetzt kann ich mal eben kurz gucken. So, wir haben eine Bedbox. Na, Bedbox! So ähnlich, ja. Kohl und Diamanten, okay. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt schon machen soll.
eigentlich kann man schon machen. Was denn? Meine Route erweitern. Du kannst deine Route auch erweitern, wenn du willst. So, wo bauen wir denn am... Möchtest du eine Route auf 64 mal 3 mal 3 haben? Gut, ich... Oh, hi. Ich leg dir den Dust, den du dafür brauchst, dann in die... in die Dustbox. Yep. Weißt du, wie das machst? Dann die Route in der Mitte und das drumherum, yep, ne? Einmal komplett im Kreis, ne? Ja. Yep. Wo ist denn unser Achter? Aus welchem Material bauen wir die Lagerhalle? Aus Marble Bricks wäre ganz praktisch, ne? Dann könnte man die gut unterscheiden. Ja, kann man machen. So. So, da haben wir die Divining Root. Die beste. So, machen wir das mal ein bisschen hier rüber. Das dahin. So, jetzt wollen wir mal. Was wollte ich noch machen, habe ich gesagt. Boah, ich werde langsam aber auch übelst müde. Das hier. Was? Ja. Oh nein! Was habe ich ja vergessen? Was denn? Na, dass ich Glowstone das brauche. Im Schlimmen. Ja, hätte ich den Diamant nicht verbrauchen können. Ich hätte nur 4 Diamanten. Für Glowstone das brauche ich ja schon 3 Diamanten. Ich muss ja irgendwie in die Hölle kommen. Ach, ist das doof. Wir haben da Zinnohr drin. Zinn. Zinn ist gut. Mag Zinn. Ah, mich ärgert das jetzt gerade. Da sollen wir das rein machen, ne? Richtig. Kann man auch was aus dem Convenience Dust eigentlich machen, so an sich? Ne, ist nur zum Reparieren noch, okay, vom Items dann. So, ich nehme die Battery Box da mal raus. Eigentlich kann ich alles da mal rausnehmen. Hast du da unten eigentlich schon Lava gefunden gehabt? Bitte? Hast du da unten schon Lava gefunden? Okay. Warum? Na, wegen, ist so. Brauchst du? Weil ich Obsidian brauche. Achso. Da liegen Setzlinge, pflanz mal neue Bäume. Also, wenn du den oberen Lavasee nicht benutzen würdest, da wäre ich da sehr verbunden, weil den würde ich echt gern für einen Geothermal Generator nehmen. Aber der ist ja gar nicht groß. Welcher, linke oder rechte oder beide? Beide kannst du zusammenführen. Und hast du auch nochmal Lava, ja, oder wie? Ja, noch weiter unten auch. Dieses, der, was heißt der nicht, der ist nicht groß. Ich weiß, es braucht sich irgendwann auf, aber. Man kann ja die Lava lagern. Ja. Bisschen. In welche Richtung? Rechts oder links rechts unten? Ist Lava. Und dann? Eher ganz durch, ganz und durch, am Ende, oder? Da ist, glaube ich, sogar eine Fackel dran geheftet. Da ist Lava. So. Ach so. Da hast du quasi genau, hast du Lava getroffen, ja? Muss ich also ein bisschen höher buddeln. So, welchen das muss ich nehmen für. Ja, toll, das ist ein Lava-Flick. Der läuft nur da zufällig runter, ja. Scheiße. Naja, gut. Das wusste ich nicht. Nee. Ist ja auch kein Problem. Den Dust, ich wollte jetzt den Spin Dust mal fertig backen hier. Ah, Junge. 8000, so, da muss Diamant sein. Tanzen, oh, soll ich mal tanzen? Macht keinen Sinn, wenn ich das jetzt refine, ne? Ich glaube, das kann man gar nicht. Diamanten! Ah, die Route ist so toll, das funktioniert einfach wunderbar. So, mit was kann ich meine Route refine? Mit dem. Mit dem blauen Rechte davon, ich hab das so hingelegt. Genau. So, wann wollen wir dann einen Break machen? Wann wollen wir einen Break machen, wollte ich sagen? Wann? Ich weiß nicht. Wann wollt ihr denn? Ich finde tatsächlich, ich kann hier nicht weiterspielen, deswegen. Ich muss mal pennen gehen. Das, sonst hätte ich schon viel früher gesagt, aufhören, aber. Tja, sollen wir aufhören dann? Ja, schweren Herzens. Dann komme ich hoch. Oh, eine Woche warten, bis wir wieder aufnehmen können. Nein. Bei Tekken echt heftig. Ich bock das weiter aufzunehmen. Ja, das ist schon cool irgendwie, auf jeden Fall. Wie viel haben wir jetzt aufgenommen? Weißt du das zufällig? Wir haben, glaube ich, um 9 oder so angefangen, ne? Kurz davor, glaube ich, sogar. Ja, kann schon sein. Ich kann mal kurz gucken. Rein theoretisch vielleicht sogar.
Ne, kann ich doch noch nicht gucken. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, wäre auch zu einfach gewesen, richtig. Boah, wie das leckt hier. Aua, wer haut mich denn da? Ach du, kopfloser Zombie. Du kriegst mein blaues Schwert hier, hä? Ich kann nochmal kurz nach unseren Rubber Trees gucken. Ich bin schon oben, ist alles gut, wir können es ausloggen. Wenn Fee auch so weit ist. Fee ist hier so lange so still, ich hab die ewig nie mehr gehört, Fee. Ja, ich bin hier, ich baue. Bin konzentriert am Bauen! So. Bin gerade dabei, das oberste Stockwerk auszubauen. Ah, ja. Ja. Oh, Spinne, Spinne, Spinne. Ich gehe dann lieber weg von den Gummibäumen. So. Das packen wir mal alles da rein. Da haben wir noch ein bisschen das. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Ein bisschen aufräumen hier. Ah, ich habe noch Rubberwood. Das ist gut. Das können wir nämlich auch noch in diesen Ding hier reinhauen. Ja, guck mal, hier funktioniert das nämlich auch drin. Ah, weg. Schön ist dann ab, den normalen. Naja, wir brauchen immer Furnace, das siehst du ja. Den hier kann ich auf jeden Fall wegmachen. So viele brauchen wir nicht. Ja. Weißt du, jetzt konnte ich gar nicht mehr in die Hölle gehen. Oh. Mach ich das beim nächsten Mal. Was gibt's denn in der Hölle alles? Ja, nicht viel, ich brauche nur halt Glowstone. Wo, wie macht man sich Marble Bricks? Einfach nur mit dem Marble oder muss man den davor erst brennen? Nee, ja. Einfach mit dem Marble. Das ist ja praktisch. Ich farm dann das nächste Mal Marble Bricks die Grätehalle und werde die mal aufsetzen. Kann man tolle Sachen mitmachen mit den Marble Bricks. Fee kann sich ja richtig austoben. Mit der Säge hat sie, glaube ich, ihr neues. Weg ist mein Freund! Ja, hier kommt. Hier kann man zwar nicht hochgehen, aber. Also ich bin doch nicht fertig. Ja, ich bin doch nicht fertig. Einfach, aber es geht. Aber und hier kommen dann noch halt Anbauten hin. In jede Richtung. Anbauten. Fee baut unser Haus. Wir dürfen gleich mal mitbauen, glaube ich. Dann. ihr müsst den Rest machen. Ihr baut hier die ganzen Kraftwerke und sorgt für Energie. Und ich baue unser tolles Haus. Jeder muss eine Aufgabe haben. Es gibt sogar ganz fancy Lichter, die du mit Energie versorgen kannst. Yeah, fancy Lichter. Hm. Gibt so eine ganz flachen Lichter und sowas alles. Ich würde auch gerne in die Maschinenhalle reinbauen, an einer Wand wirklich so ein Kontrollpanel machen, dass wir da alle Maschinen, die wir auf der Welt verteilen, an- und ausschalten können und dann auch mal sehen, ob die an- oder aus sind mit so einem Leuchten. Ja. Gut, ich würde sagen. Ansonsten fliegt uns was in die Luft. Wir wollen die Aufnahme beenden. Ja, sollen wir das hier laufen lassen oder sollen wir die Energie rausnehmen? Ja, das kann ruhig laufen, das ist ja dann irgendwann fertig, ne? Da fliegt nichts in die Luft. Kaboom! Hallo Zombie, hallo, guck mal, kommen Sie rein, kriegen Sie einen Keks. Kekse, Kekse! So. Okay, gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Aha. Ja, ich würde auch sagen, wir verabschieden uns wie immer auf 17, wo 1, 2, da klopft einer. Hallo! Aua! Fress blaue und grüne Schwerter! Schwetter! Aua, ist jetzt mal gut hier. Bei der Macht von Grayskull! Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ich hab die Holzschwärzen. So, was wäre hier bei der Macht von Divining Suggests a Value Around 1.0. Schwertervergleich. Tada! Einer für alle und alle für einen. Holz. So. Dings. Ups. Saphir-Schwert. Flieg und Sieg. Emerald-Schwert. Oder so ähnlich. Holzschwert! Massenflasche. Diamantspitzhacke! Okay. Was? Du hast eine Diamantspitzhacke? Serious? Ja, klar. Hast du schon Diamantspitzhacken? Ja, weil ich doch. Ich wollte doch Obsidian gerade farmen gehen. Meinst du, das kann ich ohne? Mhm. Okay, gut. Aber gut, wir beenden die Aufnahme jetzt hier an dieser Stelle und wir wünschen euch auch. Happy Hanukkah. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Weihnachten und Grüß Gott!